Geht's los? Okay, vielleicht könnt ihr als allererstes den Zuschauern mal erklären, was ihr hier so macht und in was für einem Kunstgenre ihr so unterwegs seid. Also Catering? jetzt sei nur mal ernst, sag mal. Also wir so, wenn nochmal kommt, noch einmal, sorry, ich wollte nicht lächerlich. Okay, gut, also, dann stelle ich die Frage nochmal. Okay. Okay, also die erste Frage ist, und zwar, vielleicht könnt ihr unseren Zuschauern mal erklären, warum ihr heute hier seid und in welchem Kunstgenre ihr so unterwegs seid. Also wir sind heute hier, weil wir als Musiker mitmachen bei dem Event Eine Welt Festival. Und ich bin Chris Kraus und trete genau nach Fargo auf. Hallo, ich bin Fargo. Jo. Und ich bin ein Rapper und habe auch bei dem Titelsong für den Eine Welt Sampler mitgemacht. Okay, und worum dreht sich dein Song so? Der Titelsong für die Eine Welt Sampler-Geschichte dreht sich darum, dass wir näher zusammenrücken sollten, egal welcher Ethnologie, Kultur, Geschlecht, Alter wir angehören. Und gemeinsam können wir viel mehr erreichen als alleine. Okay. Und du hast auch einen Eine Welt Song geschrieben? Nee, leider nicht. Ich, ich spiele einen Song von mir einfach. Okay, cool. Ja. Aber vielleicht kannst du uns ja mal ein kleines Stückchen, eine kleine Passage aus deinem Song vorsingen oder vorrappen? Also es ist schon mal eine super Frage, die stellt man jedem Musiker, das macht er nämlich unheimlich gerne. Aber für Jupp, das People-Magazin von morgen, mache ich natürlich mal eine Ausnahme. Wir müssen nicht in die Ferne schweifen, um festzustellen, dass sich manche Menschen über andere Menschen Rechte stellen. Jeder könnte Opfer sein. Diskriminierung beginnt im Klassenzimmer und reicht bis zur höchsten Regierung. Doch wer nicht Stopp schreit, wird auch nie einen Stopp erreichen. Vielleicht löst es noch nicht das Problem, aber es setzt ein Zeichen. Wir sind viele, viele Nationen, heißt viele Visionen, Religion, Narben und Hautfarben, Generation. Doch wir sind eine Welt. Ja, wir sind Menschen. Wir haben dieselben Träume und wir sollten kämpfen. Nicht mit Waffen, sondern nur mit unserem Verstand. Komm, bring den Stein ins Rollen. Wir haben es selbst in der Hand. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Und vielleicht könnt ihr mir noch mal beantworten, was denn eine Welt für euch bedeutet oder was eine Welt ausmacht. Also ich selber bin in New York geboren und habe lange in Griechenland gelebt und bin dann erst nach Berlin gezogen. Und ich habe durch diese viele Erfahrungen von verschiedenen Weltteilen eins gemerkt, ist einfach, dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die genau das, was Fargo gerade gerappt hat, einfach unterstützen und auch wollen. Also zusammenkommen, Gemeinschaft, zusammen Sachen schaffen, zusammen einfach die Welt besser machen, als sie ist. Und ich glaube, darum geht es heute auch. Einfach eine Welt, die Leute kommen zusammen, es sind schwierige Zeiten gerade, vor allem in Deutschland und Europa, eigentlich überall auf der Welt. Und jetzt ist es gerade wichtiger als je, auch vor allem für die Jugend, das zu lernen, dass es eben nicht um Gewalt geht und Ausgrenzung, sondern genau das Gegenteil, dass wir zusammenrücken müssen und für eine Welt, für eine friedliche Welt und eine schöne Welt kämpfen müssen. Dem kann ich nichts hinzufügen. Okay. Könnt ihr euch denn noch an eure erste Aufnahme, eure professionelle Aufnahme in einem Tonstudio erinnern? Und vielleicht könnt ihr ja mal so eure ersten Eindrücke beschreiben oder schildern. Fang du mal an, ich muss kurz überlegen. Ist bei mir tatsächlich schon eine ganze Weile her, weil ich eigentlich seit ich reden kann auch Musik mache. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich am Anfang mega nervös war, vor so einem Mikro zu stehen. Und im Gegensatz zu heute lief es damals auch noch so, wenn man da was gemacht hat, das wurde noch auf einem Band aufgenommen und musste immer zurückgespult werden. Und wenn man dann endlich fertig war, musste man erstmal 3 Wochen warten, bis man mal was hören konnte. Und das hat sich glücklicherweise heute geändert, dass man mittlerweile mit den einfachsten Mitteln zu Hause eine geile Aufnahme machen kann. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so viele Beiträge zu dem Sampler. Weil es einfach jeder Mann die Möglichkeit hat, heutzutage einen coolen Song aufzunehmen. Ja. Ich überlege immer noch. Ich glaube, meine erste professionelle Aufnahme ist so abgelaufen. Ich war lange mit einer Rockband unterwegs und ich war ziemlich, so verkatert und so. Das ist nicht so gut, ne? Egal. Auf jeden Fall, mir ging es nicht so gut und ich habe noch... Migräne. Ich hatte Migräne, genau, natürlich. Ich habe den Text auf dem Weg zum Studio fertig geschrieben
Und ich glaube, es war ganz gut, dass ich nicht so ganz bei mir war, weil ich es einfach durchgezogen habe. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich seitdem wusste, darauf habe ich mein ganzes Leben lang Bock. Und es gibt weniger Geiles oder wenig Geileres, als irgendwie seine eigene Stimme dann zu hören und daran zu arbeiten und so. Und wie Falk schon meinte, heutzutage digitale Aufnahmesachen sind der Hammer. Jeder kann coole Mucke machen und das ist ein Traum. Und ihr solltet das auch machen, finde ich. Doch. Kann ich nicht. Ja, kannst ja auch Schlagzeug spielen oder Gitarre oder irgendwie sowas. Ja, mal schauen. Das Mic hältst du schon ganz gut. Okay, gut. Und was für Tipps könntet ihr jetzt so Neueinsteigern geben? Der Tipp ist eigentlich, Musik zu machen, das zu machen, woran man Spaß hat. Keine Angst davor zu haben, Sachen auch anderen Leuten vorzuspielen, weil jeder fängt mal klein an. Manche, so wie wir, bleiben klein, zumindest was die Körpergröße angeht. Aber Übung macht den Meister. Ist ein abgedroschener Spruch, der aber sehr viel Wahrheit in sich trägt. Und es gibt nichts, was man falsch machen kann. Man kann nur alles richtig machen. Und deswegen raus an die Mikros, an die Gitarren, an die Schlagzeuge, an die Keyboards. Probiert euch aus, seid kreativ und bereichert diese Welt mit euren Songs. Kann ich fast nichts dazu fügen, außer dass ich selber leider sogar persönlich viele tolle Musiker kenne, die sich selbst im Weg stehen, weil sie eben Angst haben, davor rauszugehen und so. Und ich denke mir so, Mann, Leute, wenn ihr rausgehen würdet, die Menschen würden euch zu Füßen liegen. Und ich kann das zwar auch verstehen, das ist nicht leicht, aber das Feedback von dem Publikum zu kriegen und dann auch Feedback von Mitmusikern, das ist ein Austausch. Und darum geht es auch bei einer Welt, glaube ich, Austausch und neue Leute kennenlernen. Und Musik ist für mich das Medium, wo ich neue Leute kennenlerne. Fargo zum Beispiel ist, ne? Bro. Und deswegen, also Mucke, also es ist ja nicht nur Musik, sondern es ist ja alles Kreative, was du machst, bringt dich dazu, neue Leute kennenzulernen. Und neue Leute kennenzulernen bringt dich dazu, selber zu wachsen und ein besserer Mensch zu werden und einfach deinen Kopf aufzumachen und ganz tolle, schöne Sachen zu erleben. Also macht, was ihr liebt und bleibt dran und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Und ja. Und hört diese CD. Was ist denn das? Das ist der eine Welt-Sampler. Auf jeden Fall. Ne? Zwei CDs vollgepackt mit super geilen Songs. Keine Schleichwerbung. Sehr empfehlen kann ich diese Welt gehört uns von Fargo, Cross, Johnny Strange und Odara Soul. Aber es gibt noch 25 andere Hammer. Tolle Songs auf dieser. Okay. Einmal. Okay, ja. Okay, dann noch mal ein paar etwas politisch orientierte Fragen. Und zwar, wenn ihr Berliner Bürgermeister wärt, was würdet ihr als erstes verändern? Ich habe gerade gestern wieder so einen Artikel gelesen über das, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber dass irgendjemand, also ein Politiker, gesagt hat, dass Berlin, die Sozialsysteme sich so fast so anfühlen wie irgendwie ein drittes Weltland. So, das fand ich schon ziemlich krass und ich bekomme das ja auch mit ein bisschen selber. Gerade als Künstler ist es nicht so leicht, sozialen Sachen und Versicherungen und so. Und diese Bürokratie ist echt teilweise schwer zu handeln. Und kurz gefasst, ich finde, die Menschen sollte es leichter gemacht werden, auf die Hilfe des Staates zugreifen zu können. Also ich finde, wir haben ganz tolle Möglichkeiten hier in Deutschland, aber es ist teilweise sehr, sehr schwer, sie anzunehmen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz kleiner Teil. Also was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, habe ich gestern auch gelesen, es soll jetzt so eine Partymeile entstehen vor der Mercedes-Benz Arena. Hast du das auch gelesen? Die wollen da so ein Music City jetzt hinbauen, finde ich ganz schrecklich. Ich glaube, ich würde sowas alles unterbinden und Berlin irgendwie wieder ein bisschen runterfahren und so ein bisschen sagen, ey, lass mal die Leute ein bisschen entscheiden, lass die Leute sagen, wie sie ihre Stadt haben wollen, weil eine Stadt macht, die Leute machen die Stadt aus, die Stadt macht nicht die Leute aus. Und wir Berliner haben, ich bin ja nicht richtiger Berliner, aber schon lange hier, und wir haben die Stadt so gemacht, wie sie ist, so jeder mit seinem größeren Anteil oder kleineren Anteil. Wir sind die Bewohner und die Bewohner sollten entscheiden, wo es lang geht und was passiert. Und das finde ich wichtig. Ich glaube, das Volk klingt jetzt so, the people müssen mehr Anteil nehmen an was hier passiert. Ja. Ich will gar kein Bürgermeister sein. Ich glaube, es ist ein absoluter Scheißjob. Okay, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was gefällt euch an Berlin denn
so besonders gut. Willst du nochmal anfangen jetzt? Ja, ich bin ja in Berlin geboren und kann dementsprechend gar nicht so richtig sagen, was hier geiler ist als anderswo. Alles. Aber ich fühle mich hier von jeher an wohl. Ich finde es toll, dass so viele Leute unterschiedlichster Herkunft und Kultur hier zusammen eigentlich schon vorleben, was wir versuchen mit dem Sampler auch irgendwie in die Welt hinauszutragen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht nach Baumschulenweg. Ich finde an Berlin alles geil irgendwie. Also ich finde in Berlin kann sich jeder frei bewegen, kann seine Kreativität ausleben. Ich finde, Berlin verwandelt sich gerade sehr schnell. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir alle sind sehr gespannt, wo es lang geht. Aber es wird eben passieren, wie es passiert. Im Guten wie im Schlechten. Aber das Geile in Berlin ist das Grüne. Also wenn du mal hier so lang schwenkst, vielleicht geht es ja. Ja, sehr gut. Dann seht ihr viele Bäume und viel Grün und lächelnde Menschen und so. Und das macht Berlin aus. Das Einzige, was ich in Berlin nicht mag, ist der Winter. Und der ist leider sehr lang. Aber ich finde, wenn man der Sommer kommt, dann sagt man so, okay, es ist vorbei, wir haben es überlebt und jetzt geht's wieder los. Und man muss sich ja den Sommer in Berlin auch verdienen. Richtig, so sieht's aus. Also die Leute, die abhauen im Winter, haben den Sommer in Berlin nicht verdient. Zack. Und was magst du an Berlin gar nicht? Hundescheiße. Schneidet den Müll, den Dreck. Okay, gut. Nee, Müll und, also ich finde zum Beispiel Müll und Dreck gehört voll zu Berlin dazu. Ich finde, wenn ich mich an Prenzlauer Berg vor 10 Jahren erinnere, hat mir Prenzlauer Berg damals viel besser gefallen. Also ich will jetzt nicht haten oder so, das mache ich jetzt natürlich, aber Graffiti, Müll, Dreck gehört zu Berlin dazu und ist für mich eigentlich eher gesagt was Positives. Und was gefällt mir nicht an Berlin? Nazis. Jetzt verstehe ich seine Musik das erste Mal. Ja. Nazis gefallen mir nicht in Berlin. Menschen, die andere Leute ausgrenzen, gefallen mir nicht in Berlin. Was gefällt mir nicht sonst in Berlin? Ja, das war's eigentlich schon. Sonst ist Berlin der Hammer. Hundescheiße. Du hast eigentlich auch. Das ist ja alles Hundescheiße, was ich gerade aufgezählt habe. Und sonst ist Berlin top. Okay, und was denkt ihr, wer die Berliner Wahlen im September gewinnen wird? Welche Partei? Wer steht denn zur Wahl eigentlich? Naja, so SPD, CDU, die Grünen, Piraten, AfD. Bundestag oder Landtag? Beides. Bundestag und Landtag. Ich kann dir sagen, wer es nicht ist, und das ist die AfD. Ja, Mann. Ja. Seid ihr euch sicher, wenn man sich die Vorwahlen anschaut? Oder die Wahlen in anderen Bundesländern? Ich bin mir sicher, ja. Weil Berlin so tolerant ist? Nee, weil es gibt immer Idioten. Und jetzt haben wir mal 1% gesehen, wie viele Idioten es gibt. Aber Idioten sind nicht beständig. Hoffen wir es. Aber nee, ich glaube, ich weiß nicht, wer es wird. Die AfD wird es nicht. Keine Ahnung, ich habe keinen Plan, wer es wird. Was weiß ich. Aber ich hoffe, dass es jemand ist, der Berlin so liebt, wie es ist und nicht hier alles irgendwie auf den Kopf stellen will. Und weiter, wie was ich schon gesagt habe, die Menschen mit teilhaben lässt an dem Wachstum und der Veränderung der Stadt. Okay, ihr lasst das Schicksal entscheiden. Ja. Okay, gut. Dankeschön. Danke euch. Tschüss. Danke, ich mache jetzt auch noch ein Interview mit dir.